Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur 178. Episode dieses Empyrean Galactic Survival Let's Plays. Ich treibe mich hier auf meinem Server rum und schaue mir Dinge an, die von den Spielern hier gebaut wurden. Aktuell bin ich auf einer Anlage vom Kree auf dem Planeten Kepler. Ja, haben wir uns auch schon in der letzten Episode so ein bisschen umgesehen, haben uns den TIE Fighter angesehen, da hinten steht noch ein X-Wing. Oder X-Wing, Crosswing, wie auch immer man das nennen will. Ja. Hab hier meine Pause in der Cafeteria zugebracht. Hier in der Ecke. Und hier gibt es noch einen Kellerbereich anscheinend. Oder irgendwas. Ja, was wir jedenfalls in dieser Basis noch nicht gesehen haben. Hangar, Hafen, Dock, Maschinenraum. Gehen wir mal runter. Ein bisschen dunkel. Hier sind wir wieder im normalen Hangar. Nur mal so. Information. Diese Schiffe haben wir auch in der letzten Episode gesehen. Und ich glaube, das wäre kein Fehler, wenn ich mir eine Lampe ein bisschen anmache. Ja, falsche Richtung. Wir wollen runter. Oh, so. Schöne Tapete. Okay, die Qual der Wahl. Hangar, Hafendock, Maschinenraum. Ich glaube, hier gibt es eh zu viel. Egal. Maschinenraum. Haufenweise Tanks. Okay, schön viel Licht. So mit Neonboden mehr oder weniger. Aber der Strahl, den ihr habt, der ist so mehr oder weniger hell. Aber wenn es hier keine Lampen gäbe, wäre hier drin ein Stockduster, glaube ich. Generator, Tanks und dann sind wir auch schon mehr oder weniger einmal rum. Kein Problem. Dann gehen wir in den Hafen oder so. Oder? Hafendock. Okay, das ist ein weiter Weg. Was haben wir hier noch? Okay, eine Seite Hafen, andere Seite Dock. Ich würde erstmal im Nahbereich bleiben. Ansonsten, nee, hier machen wir eben. Ansonsten so viele Latschen muss. Ich habe ja nichts gegen Latschen, aber ständig hin und her. Boah, was ist denn hier? Ja, schade, dass wir hier nicht durchgucken können. Okay, bleiben wir hier, weil wir gerade hier sind. Schauen wir mal. Ah, hier scheint es einmal rundherum zu gehen. Sehe ich das richtig? Runter. Ich laufe erstmal weiter. Mal sehen, was das hier noch halt so für Türen gibt. Wie zum Beispiel die hier. Oh. Nochmal so eine Bruderanlage. Hier spiegelt oder was? Die sind jetzt hier auch unter der Erde. Ich nehme es stark an. Hast du auch ganz schön gebuddelt, Kollege. Warum ist das hier so duster? Das ist natürlich auch uncool. Taschenlampe habe ich letzte Episode rausgepackt. Packen wir sie wieder rein. Ein bisschen Licht ins Dunkel. Okay, das hier oben ist die Galerie, wo wir eben lang marschiert sind. Ne, wir sind nicht unter der Erde. Oder? Ach, das ist hier das Nachbarding anscheinend. Hm. Ich weiß grad, wie kommen denn hier die Schiffe raus? Da kommen sie raus. Ah, das könnte aber auch die Bugparade hier gerade auf dem Server sein. Da gibt's da so ein bisschen so Disharmonien. Ich habe ja den letzten großen 7er-Patch und das ist ja ein Spielstand, der vorher angefangen wurde und da gibt es Probleme. Und das könnte eins dieser Probleme sein. Ne, wir sind Tatsache scheint unter der Erde. Hm. Na gut, treiben wir jetzt noch ein bisschen weiter rum. Gucken wir uns mal das Mobiliar an hier. Die Schiffe. Ja, quadratisch praktisch gut. Kann man machen, klar. Im Space gibt es keinen CW-Wert. Das heißt, das ist egal. Das kann ohne fliegende Schrankwand sein. Ist das hier Sonder? Nee. Hier sind allerlei Gerätschaften versteckt. Okay. Praktisch sozusagen. Okay, das finde ich ja nicht so schön, dass hier so die Gitter rüberragen. Aber wie gesagt, das ist meine eigene Meinung. Wenn du das gut findest, dann ist das auch gut. Was? Ich nehme an, dass das Kometen waren, die irgendwie runtergekommen sind oder so. Asteroidennebel oder irgendwie sowas. So, von wem bist denn du? Du bist ein Krieger vom Kree. Ein Eigenbau. Sehr schön. Dann gehen wir mal eine Ecke weiter. Hier steht ja auch noch ein Haufen Zeug rum. Oh.
größerer Booker sozusagen. Ja, es ist schade, dass ich hier für diese Ecken, dass man hier nichts anständig für hat, so von der Sache her. Also der Baukasten mit den Bauklötzen, der ist schön groß, aber könnte größer sein. Ja, die Textur verschluckt die Form, ne? Das ist ein Nachteil dieser Textur, dass die Form des Schiffs an sich untergeht, aber auch so die Ecken ein kleines bisschen dadurch egalisiert, ne? Das ist natürlich dann auch andererseits auf der anderen Seite wieder ein kleiner Vorteil. Hallo, komme ich jetzt hier nicht hoch? Doch. Ha ha ha. Also wirklich. Der gespielte Witz, könnte man sagen. So. Wir haben Strom. Kann ich das Licht ausmachen oder stehe ich beim Dustern? Ja, also trotzdem ganz schön dunkel, wenn ich jetzt hier auch noch die Lampe ausmache. Da könnte man schon mal einen drin hängen hier oben, der ein bisschen für Helligkeit sorgt. Oh, Konstruktoren und Kisten. Können Leute noch mitfliegen? Hier fehlt die Textur. Oder muss das so? Man weiß es nicht. Sag mal, die Tür war doch eben offen. Die hat doch eben von hier aufgemacht. Doch ich noch gesehen. Und das Cockpit. Oh, schöne Lichtelemente, sehr schön. Generatoren. Ja. Schön, schön. Schön großes Fenster nach vorne raus. Und von wem bist du? Vom Unbekannt. Der Puddle Jumper. Okay. Dann schalten wir den wieder aus. Und schließen die Tür. Hier war noch mehr zu sehen. Ist auch so tronnenmäßig, war die Decke. Natürlich blöd, dass hier so diese Unterbrechungen drin sind. Ich meine, klar, das sind schöne Lüftungsschlitze, so angedeutet. Aber irgendwie, da eine andere Textur, da mal eine Lampe, das unterbrichtet natürlich. Da weg Stunden zu bringen, das abzählen, das alles anständig zu setzen. Aber das bin nun ich, ne? Also das sieht jeder auch anders irgendwie. Oh, das ist auch fette Kampfdrohne hier. Ja, ein bisschen mehr als eine Drohne, um es mal so zu sagen. Okay, das Ding ist begehbar anscheinend. Ich glaube, ich hole die Lampe wieder aus. Jetzt sieht man die Details nicht, obwohl das mit den Details hier relativ sparsam ist. Also hier diese Fläche hier oben, hier würde ich vielleicht noch ein Rohr oder irgendwas irgendwie unterbringen. Also hier mit Rohr meine ich, jetzt habe ich die Steine wieder versteckt, wobei hier, die brauchen wir eigentlich kaum. Also würde ich hier oben drauf irgendwie was hier mit den Dingern irgendwie noch so aufzimmern, irgendwie so ein kleines bisschen. Aber wie gesagt, ich wiederhole mich da auch, mache ich auch gerne. Das ist, was ich hier erzähle, das ist mein Geschmack, so wie ich es vielleicht machen würde. Wie ihr das macht, ist auch alles richtig. Das ist euer Geschmack. Das ist alles gut. Also das ist keine Kritik. Das sind Anmerkungen. So, das Ding hat auch Strom. Lampe weg, damit wir es so sehen, wie es sein soll. Ja, auch schön. Haufen Kisten, ganzen RCS-Schichten. Also falls du neu bist, hier die Dinger hier, diese RCS, die brauchst du, damit sich das Schiff generell bewegt. Ansonsten kannst du nicht lenken. Also so ein Gyroskop sozusagen. Da ist das Cockpit hinter. Okay. Schönes Schiff. Schönes dicke Ding. Ja, nun die Frage hier mit diesem Hangar. Von wo sind wir gekommen? Nee. Bevor wir die Frage stellen, hier drüben gibt es noch andere schöne Sachen. Da gibt es wieder diese Anomalien, erdemäßig. Auch ziemlich fett hier die Anlage. Okay. Ah, klebt ein bisschen schmucklos. Und Kremark, schwarze Schiffe. Glaube ich. Oh, kommen wir hier rein. Ich glaube, bei dem letzten Schiff habe ich gar nicht geguckt, von wem das ist, oder? Kann das sein? Oh, ein Eigenbau vom Herrn Kree. Okay. Hier oben haben wir noch ein paar Düsen in der Decke. Auch wieder hier. RCS. Desto größer so ein kleines Schiff ist, oder auch ein großes Schiff, und desto schwerer die Blöcke sind, weil Gefechtsstahlblöcke sind schwerer als normale Stahlblöcke, desto mehr braucht man auch von den RCS, ne? Oh,
Kühlschrank, TUI-Schächte, Konstruktor, Kern. Und hier können wir auf das Cockpit zugreifen. Okay. Schön. Wieder aus und raus. Und dann haben wir ihn hier und den kenne ich. Den haben wir schon mal gesehen. Und das ist das, was ich mit diesen Rohren meinte, so als kleine Andeutung. So irgendwie hier irgendwas hinbasteln, so Schläuche oder irgendwie sowas. Das halt ein bisschen aufzulockern. Ja, das kennen wir. Und das ist vom Mr. Crow. Den haben wir schon ein paar Mal gesehen, bin ich der Meinung. Gucken wir trotzdem mal rein. Zum Feier des Tages. Tür zu, da steht noch was. Ammo required. Keine Erinnerung, was für Munition wir hier brauchen. Ja, auch alles, was benötigt ist. Bisschen Luftkisten. Hier können wir uns umziehen. Beifahrerplätze. Konstruktor. Kühlschrank darunter. Hier die Tanks. Auch cool mit den Rohren. Dass die alle so im System irgendwie drin sind. Dass die mit irgendwas verbunden sind. Finde ich mal sehr cool. So ein bisschen Story. Also, die Story zum Tank. Der Tank ist verbunden mit anderen Tanks und mit dem Schiff. Das ist die Story dahinter. Oh Mann. Ja, schön. Schöne Ding. Fällt mir gut. Achso, dann haben wir das auch mit Licht. Mit Licht sieht es auch sehr toll aus. Mal hier oben noch. Ah, bloß so ein paar Zacken der Optik wegen. Ja. Schöner Kampfpanzer. Irgendwie. Nehmen wir noch an, dass das... So, ist doch ein Hufer, oder? So rein von der Sache her. Ja, sieht man ja an den Geschützen. Okay, von wo sind wir nun gekommen? Stelle ich die Frage mal nochmal. Und wo geht's hin? Wo war das? Gehen wir einfach mal hier hoch. So, dann irritieren wir mal uns noch ein bisschen hier rum. Jetzt steht jetzt hier die Tür offen. Ich werde die Basis auch am Ende hier einmal an- und ausschalten. Dann geht ja auch wieder alles zu und auf. So, wir waren in beiden Angelegenheiten drin. Ah, okay. Von hier sind wir gekommen. Da ist dieser Buckel. Ja. Hier ist auch ein Buckel, aber auf der anderen Seite. Ich will ja auch nicht übersehen. Dann kann ja sein, dass da hinten in der Ecke irgendwo noch irgendwo eine dusselige Tür ist. Hier geht es auch runter. Und da ist dann der tollste Raum hinter überhaupt. Und den haben wir dann nicht gesehen. Das ist einmal das Problem, ne? Scheint mir gerade nicht so. Okay, sieht aus wie eine durchgängige Wand. Ich will es ja nicht übertreiben, dass wir hier nur am durch die Gänge irren sind. Dann glaube ich, können wir das Ding hier auch abhacken, weil jetzt müssen wir hier wieder immer richtig rumlatschen. Ich glaube, da hinten war der Ausgang in der Ecke so ein bisschen. Ja, kommt wieder die Kaffeenummer. Mal gesagt, das Buckern müsste doch schlagartig aufhören, wenn man die Leiste da unten wieder über 20 oder 30 hat oder irgendwie so. So, von hier sind wir gekommen, genau. War da hinten nicht noch eine Tür irgendwo hin? Ach so. Die wird wahrscheinlich dann in diesen langen Tunnel führen. Hafen und Dock. Beides ungefähr gleich weit. Okay, gehen wir erstmal hier lang. Auch schöne Tunnelform, schön beleuchtet. Die gefällt mir auch gut. Auch schön Lüftung alle paar Meter. Man könnte rein theoretisch auch hier oben laufen eigentlich, oder? Müsste mal gehen. Ja, wenn man hier steuern könnte. Oh. Tada, laufen auf den Lampen. So, auf ins Dock. Tanks. Okay, ein Raum, zwei Türen, eine Treppe. Sehe ich doch richtig. Ansonsten Kisten und Konstruktoren. Da sind wir hergekommen. Machen wir erstmal die. Oh. Also von der Akustik her sind wir draußen. Dass wir uns das anschauen werden, wenn es wieder ein bisschen heller ist hier. Ansonsten so cremig schwarz finde ich auch gut. Aber das geht ein bisschen unter.
gerade. Jetzt hier auch raus. Ja, jetzt auch irgendwie raus. Dann kommst du ja vor wie irgendwie auf einer Wetten-Das-Bühne oder irgendwie soweit hier mit dem ganzen Licht, so diese Neonwände. Keine Ahnung, warum mir gerade so einfällt. So. Boah. Alter, die fällt ihm gut hier. Also hier diese Textur. So, Holzböden, weitere Konstruktoren, Kisten. Da können wir uns reparieren. Brauchen wir aber nicht, uns geht's gut. So, okay, das ist auch wieder draußen. Schauen wir mal, was machen wir jetzt? Jetzt hier warten 5 Minuten, weil das sind, was jetzt oben rechts steht, 5 Minuten und 16, bis die Sonne wieder aufgeht. Das sind keine 5 Minuten, das sind 15 Minuten. Und jetzt hier so lange warten wollte ich eigentlich nicht. Mal da oben gibt es noch Räumlichkeiten, in denen wir noch nicht waren. Na mal, gehen wir da mal hin. Das ist hier anscheinend auch nur eine große Baufläche. Nehme ich an, das hier, die kann man sich auch aus dem Workshop holen. Sozusagen, wenn man nicht weiß, wie man den Kern versetzt, dann kann man sich sowas als anfängliche Teil hinsetzen und dann anfangen hier praktisch sein Schiff drumherum zu bauen. Das gibt es in klein und da drüben gibt es das auch in groß. Dieser Pfeil ist natürlich wichtig, hier muss vorne sein, damit der Kern auch anständig funktioniert. Ansonsten drückst du vorwärts und fliegst nach links oder nach rechts oder irgendwie sowas. Ne? Kann nämlich auch passieren, wenn man sich da vertut. Okay. Ah, hier ist ein fliegendes Gewächshaus, scheint mir. Rufen wir mal inoffiziell hier auf der Mauer. Ja, man sieht ein bisschen wenig. Na, ich glaube, wir retten uns jetzt erstmal wieder irgendwie nach innen. Und den Außenbereich, den schauen wir uns in der nächsten Episode dann an, wenn es draußen wieder ein wenig heller ist, glaube ich. Schauen wir uns mal das fliegende Gewächshaus an. Unterboden, schwarz, karg. Meibs viel zu sehen, Gurik. Eine Treppe. Guten Tag. Und wieder eine Leuchtdecke. Erkennungsmerkmal von Kree. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Wie gesagt, das Ding fliegt. Da haben wir einen Kern. Zum Warpen. Versteckte Düse. Kisten, Tanks, Konstruktoren. Oder Konstruktor. Treppe hoch und hier könnte man Sachen ernten. Mach ich nie wieder. Wenn ich irgendwo irgendwas pflücke, mach ich nie wieder. Schaut euch die letzten Episoden an und ihr wisst warum. Nehmt an, das wird eine Episode sein mit dem Namen irgendwas mit Killer-Tomate oder irgendwie sowas. Müsst ihr mal zurück, ich glaube, vor 2 Episoden. Müsst ihr einfach mal gucken. Ich sag nichts, guckt. Will auch nicht spoilern. Ja, Kaffee. Warum Kaffee? Weil ich einfach mal irgendwann in einer Episode gesagt habe, oh, ich hab keinen Kaffee, ich brauche Kaffee. Wir haben so alle angefangen, in der Galaxie Kaffee anzubauen. Wie verrückt, weil wenn ich vorbeikomme, klar, ich will ja den Kaffee haben. Völlig logisch. Das hatte ich gesagt, hätte, ey, Geld. Ich brauche Geld. So, ja, Garten. Auch schön hier diese Leuchttextur hier auf den Elementen. Also auf diesen Rohrelementen. Natürlich ein bisschen doof, dass das hier nicht passt. Ne? Das, ja, kann man aber nicht drehen, dass das durchgängig passt. Weil wenn man sich dann das Ding richtig dreht, dass es hier ran passt, dann passt es wieder hier nicht mit dem T-Stück. Das ist ein bisschen schade. Also im Grunde genommen müsste man mit dem Texturmodul die Textur, wenn man sie halt eben, gehen wir wieder hoch, um das zu verdeutlichen, man müsste die Textur mehrfach aufschießen können, dass sie sich dann auch verändert und möglicherweise halt eben anpasst an rechts oder und links. Also nicht, dass die Textur oder dass das Programm so schlau ist, das zu erkennen, wie rechts und links aussieht, so weit muss es ja gar nicht gehen. Bloß halt eben die Varianten, die sich halt eben ergeben könnten. Egal. Ist auch laut die träumt. Ist auch super unwichtig eigentlich. So, dann sind wir wieder hier. Und ich sage, wir machen Feierabend. Das ist vielleicht ein bisschen kürzer jetzt die Episode. Macht aber nichts. In der nächsten sind wir dann vielleicht wieder ein bisschen länger. Ja. Ansonsten, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbei seid. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich oder kommt in meinem Forum vorbei. www.daloriot.de. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.